wusste nicht so recht, was mich erwartet. Doch aufs Wasser wollte ich im Winter unbedingt mal wieder. Die Tage zuvor hatte es ordentlich gestürmt, jedoch zeigte sich das Wetter am Samstag, dem 4. Februar, von der besten Seite. Gleich am Morgen trafen mich die ersten Sonnenstrahlen ins Gesicht, während ich auf der Autobahn fuhr. Nach dem Sturm war Windstille angesagt. So viel Glück muss man haben. Wir trafen uns in Ludorf an einem der wenigen Kanu-Polo-Übungsplätzen im Umland von Hamburg. Dort wurden die Boote auf Autos und Anhänger umverteilt, somit verblieben Fahrzeuge am Zielort. Der Einstieg an einer Straßenbrücke bei Luhmühlen war komfortabel mit Steg am Ufer. Hier hatte die Gemeinde ein Baustellen-Toilettenhäuschen aufgestellt, sogar jetzt im Winter. Die Luhe mündet in die Ilmenau, die 3 Kilometer weiter in die Elbe fließt. Von der Quelle in der Lüneburger Heide ist sie 58 Kilometer lang. Ein gerades Stück auf unserer Strecke hatte unsere Gruppe von ca. 20 Paddlerinnen erst kurz vor dem Ausstieg zu erwarten. Bis dahin bestand der kleine Fluss nur aus Kurven, wobei im Außenbereich der Kurven das Wasser am stärksten strömt. Genau dort sind oft Äste von Bäumen zu erwarten. Fatal, wenn dies nicht erkannt wird. Man hängt im Gestrüpp fest und das Kajak wird unter sich weggezogen, was einen Abzug in der B-Note gibt. So erwischte es auch den Kollegen aus Itzehoe, bei welchem sich zu einem Überfluss auch noch sein Paddel am Ufer verhakt hatte, hat er mir erzählt. Ich hatte zufällig die Kamera in seine Richtung gehalten. Die Fraktion von Langbooten, auch Seegurkenfahrer genannt, ich zähle mich auch dazu, haben grundsätzlich mehr Schwierigkeiten, die mehr als 5 Meter langen Kisten um die Ecke zu bekommen. Beim Ausstieg schien die Sonne immer noch und alle waren guter Stimmung. Nächstes Mal lasse ich das Steuer zu Hause, denn das ist völlig überflüssig auf der Luhe. Oder einfach in der Signalgruppe. Hier kann man ja nichts verkehrt machen.